Zölle machen uns reich. Tariffs are going to make us rich. Das hat Donald Trump in einem Interview am Wochenende mit Meet the Press gesagt und damit klar gemacht, dass diese Zölle für ihn ein zentrales Element seiner Politik sein werden. Es ist praktisch für ihn ein fiskalisches Muss und folgt eben der Logik, dass einerseits die Amerikaner das Ausland beschützen, praktisch mit dem Militär für die Sicherheit vieler Länder sorgen, zum Beispiel Deutschland. Auf der anderen Seite aus seiner Sicht aber dieses Ausland viel zu wenig amerikanischen Waren kauft. Also das ist doppelt ungerecht, hat der Trump gesagt. Einerseits schützen wir sie und sie bezahlen nicht genug dafür. Andererseits kaufen sie nicht unsere Waren. Sichtbar eben in dem Handelsbilanzdefizit, das die Amerikaner haben. Aber ist das unsere Schuld, dass wir nicht die Waren der Amerikaner kaufen oder nicht so viele, dass also die Amerikaner viel mehr Waren von uns kaufen? Also umgekehrt. Nein, das liegt wahrscheinlich auch an der ganzen Struktur der US-Wirtschaft und eben auch möglicherweise ein bisschen an der Qualität. Da gibt es ein paar Automarken etwa aus den USA, da würde ich die Finger von lassen, einfach aus Qualitätsgründen. Gut, wir Deutschen sind auch auf einem guten Weg, sei es drum. Jedenfalls ist das etwas, was aufhorchen lässt, zumal Trump dann auch noch gesagt hat, ja, also es könnte schon sein, dass die Preise steigen, wenn ich die Zölle einführe. Das ist das erste Mal, dass Trump zugegeben hat, dass diese Zölle inflationär wirken könnten, und er hat gleichzeitig dann auch gesagt, nein, ich habe keine Absicht, Jerome Powell von der Fed irgendwie abzusetzen, kann er auch nur ganz schwer, wäre ein Riesenhack, den Jerome da seines Postens zu erheben. Aber schauen wir uns die Dinge mal an in einer Woche, wo ja jetzt Zinsentscheidungen anstehen, und es werden viele Notenbanken die Zinsen senken, die EZB wird das vor allem tun, wahrscheinlich auch die Schweizer Nationalbank. Dann sind die Australier auch dran mit der Sitzung und die Bank of Canada. Nächste Woche kommt dann ja die Fed. Hier sagt er, und das zeigt eben jetzt diese Dominanz dieser Zölle, Tariffs can't, also er könne nicht garantieren, dass es nicht zwischenzeitlich, so hat er gesagt, höhere Preise gebe, aber diese Tariffs are going to make us rich und sind eben sehr wichtig für uns. I can't guarantee anything, I can't guarantee tomorrow, angesprochen auf die Preise, also ob sozusagen die Preise runterkommen. Und er hat in dem Interview auch nochmal klar gemacht, dass er schon kapiert hat, warum er die Wahl gewonnen hat, weil er eben dieses Versprechen gegeben hat, die Preise nach unten zu bringen, und muss jetzt praktisch eingestehen, dass sein zentrales ideologisches Element, dass die Amerikaner dass die USA reich macht, dass dieses zentrale Element eben möglicherweise doch inflationär ist. Das hat er bisher immer bestritten, aber ist es auch so, dass diese Zölle wirklich die Amerikaner reich machen? Hier sehen wir mal in Relation zu dem gesamten Budget oder den Einnahmen zum Revenue, dessen, was hier mit Zöllen zu erzielen ist, hier gegen China. Das stammt aus Mitte 2019. 2018 wurden ja die Zölle gegen China eingeführt, nicht gegen andere Länder, bis auf jetzt einzelne Sektoren wie Stahl zum Beispiel. Aber wir sehen, das ist sehr, sehr wenig. Er müsste also schon flächendeckend relativ hohe Zölle erheben, damit das überhaupt als Budgetposten ins Auge fällt. Man könnte sagen, naja, im Best Case könnte Trump damit 0,4% des BIPs mit den Zöllen erlösen. Also ein paar hundert Milliarden vielleicht sind drin, aber mehr nicht. Reich werden ist da ein bisschen was anderes, zumal wenn Trump die Zölle hier einführt, etwa auch gegen Europäer, dann dürften eben diese Europäer oder dürften auch die Chinesen eben zurückschlagen und dementsprechend auch für amerikanische Unternehmen das Leben schwerer machen. Hier sehen wir mal, normalerweise sind solche Zölle als wichtige Einnahmequelle eigentlich nur in Ländern präsent, die wirklich arm sind. Bahamas sehen wir hier, wir sehen Jamaika. Solche Länder, bei den größeren Industrieländern spielt das eigentlich gar keine Rolle. Aber Trump glaubt an dieses Mantra, will eben Jobs auch zurückholen, wahrscheinlich in den USA. Und wir werden interessante Entwicklungen sehen, zum Beispiel, was passiert denn mit den US-Tech-Unternehmen, nachdem die Europäer da ja hier Antikartellmaßnahmen erlassen haben, hier gegen Google, viele sind da im Fokus der EU, der Aufsichtsbehörden. Und Trump selbst hat ja kein einfaches Verhältnis eigentlich mit diesen Tech-Unternehmen, vor allem nicht mit Meta.
Und Google, die er ja praktisch beschuldigt hat, dass sie ihm die Wahl mitgeklaut haben. Zuckerberg hat sich jetzt angebiedert und hat gesagt, oh, ich würde gerne auch mitmachen irgendwie in dieser ganzen Trump-Geschichte. Google ist jetzt selber unter Druck durch möglicherweise den erzwungenen Verkauf von Chrome. Mit Apple hat er so ein ganz okayes Verhältnis und natürlich mit Elon Musk ein sehr enges Verhältnis. Und die Europäer in Brüssel wollen ja gegen X vorgehen, gegen Twitter vorgehen, weil ja ganz böse, nicht wahr und so weiter. Nicht, dass ihr da noch freie Meinungsäußerungen lesen dürft. Das wäre ja ganz schrecklich im Sinne des Gutmenschentums, das dem natürlich widerspricht. Du sollst das Richtige denken und sonst kommt die Gedankenpolizei. Da haben wir ja in Deutschland schon die ersten Auswirkungen davon. So oder so. Trump dann auch mit der Drohung, wir werden aus der NATO austreten, wenn die anderen ihre Rechnungen nicht bezahlen, was auch immer damit genau gemeint ist. Und dann eben die Aussage, er wird Paul jetzt nicht aus dem Amt drängen. So oder so, diese Zölle, die werden jetzt kommen. Also ich glaube, das ist relativ sicher. Es wird ein Druckmittel sein, aber es ist eben auch ein zentrales ideologisches Bausteinstück, auf dem er das Haus der USA aufbauen will in gewisser Weise. Und wir sehen aber, dass all das jetzt in einer Zeit kommt, wo vor allem die Industrie weltweit sehr schwach ist. Wir haben in 59% der Länder, in knapp 60% der Länder, haben wir eine Schrumpfung in der Industrie. Das gilt natürlich für Deutschland, für Frankreich, für Europa insgesamt, aber auch in den USA, wenn wir jetzt mal den Manufacturing PMI uns anschauen, in den letzten 26 Monaten 25 Mal schrumpfend. Also da ist ein ganzer Sektor, der ja besonders betroffen sein wird von den Zöllen, Dienstleistungen. Wenn ich jetzt irgendwie einem indischen Programmierer einen Auftrag gebe, das wird wahrscheinlich nicht bezollt, aber wenn irgendwie aus Indien oder aus anderen Ländern eben Waren in die USA geschafft werden, dann wird das bezollt. Meistens sind das industrielle Produkte oder Gewerbeprodukte im weiteren Sinne des Wortes. Und das heißt, wir sehen hier, dass schon eine große Schwäche da ist in diesem von den Zöllen dann ohnehin stark betroffenen Sektoren, eben Gewerbe und Industrie. Und hier sehen wir mal, dass ja im November die Daten aus der Industrie vor allem besonders radikal gefallen sind, besonders dramatisch gefallen sind, weltweit kann man sagen. Vor allem Europa, vor allem China schwach. Und unten nochmal dieser Chart, der Copper-to-Gold-Ratio, also Kupfer zu Gold. Kupfer ja Industriemetall, praktisch ein Barometer für die Konjunktur, Gold als sicherer Hafen. Da sehen wir also auch einiges Ungemach. Und so ist es eben kein Zufall, dass jetzt praktisch so viele Notenbanken wie seit 2009 nicht mehr, also seit der Finanzkrise, die Zinsen senken. Wir haben in den letzten drei Monaten alleine 62 Zinssenkungen. Im 2009 waren es insgesamt 76 Zinssenkungen. Jetzt kommen wahrscheinlich noch welche dazu. Eben die EZB, die Bank of Canada dürfte senken. Die Fed vermutlich auch, aber ist noch nicht ganz sicher. Also wir sehen, da ist ja schon was im Argen, sonst würden die Notenbanken die Zinsen nicht senken. Und dass einiges im Argen ist, haben wir eigentlich auch gesehen jetzt bei den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag mit dem Verlust von Fulltime-Jobs, mit dem Verlust von Part-Time-Jobs, mit der immer geringeren Hiring-Quote, also dass die Unternehmen wirklich einstellen. Sie entlassen keine Leute, aber sie stellen auch nicht mehr wirklich ein. Wir sehen hier, dass auf der rechten Seite, dass die Median Duration of Unemployment, also Median, wie lange sind die Leute arbeitslos, dass das deutlich nach oben geht. Wir sehen neue Jobpostings bei der Jobplattform Indeed, so gering wie seit 2020 nicht mehr. Also Long-Term Unemployment, Langzeitarbeitslosigkeit geht nach oben. Also auch in den USA ist da schon einiges in der Mache. Es ist noch nicht so wirklich im Bewusstsein auf der Wall Street angekommen, wie unter der Oberfläche die Dinge schon letztendlich schwach sind. Und auf der anderen Seite sehen wir dann diese totale Euphorie. Marktkapitalisierung der US-Märkte, 61,2 Billionen Dollar. Knapp das Sechsfache dessen, was Nummer 2, nämlich China, auf die Waage bringt. Wir sind in Buffett Indicator, also Marktkapitalisierung des Aktienmarktes zum BIP auf einem neuen Allzeithoch mit 209%. Wir sind Price-to-Book-Ratio. Also Marktkapitalisierung
zum Buchwerte der Unternehmen auf dem Peak der Dotcom-Bubble sehen, dass aber die Rezessionswahrscheinlichkeit höher wird, auch angesichts einiger Parameter, Zinskurven. Unten sehen wir mal das Recession Predicted durch den Treasury Spread, also durch die Zinskurve von verschiedenen US-Anleihen-Renditen oder Laufzeiten. Da sehen wir für Mai 2025 eine Wahrscheinlichkeit von über 50%, würde ich auch mal davon ausgehen. Und wir sehen, wenn wir solche Entwicklungen haben, S&P in Relation zu S&P Equal Weight, also marktgewichteter S&P, zu dem gleichgewichteten S&P, dann sind wir eigentlich auf Niveaus, die gerne so ein bisschen toppisch waren. Wir werden sehen, was passiert, aber wir sehen auf jeden Fall diese neue Euphorie mit der Aussage etwa von BlackRock, die Weltwirtschaft wäre aus diesem Boom- und Bust-Zyklus entkommen. Gleiches hatten wir schon 2000 an Schlagzeilen, das erinnert an 1929, Irving Fisher, Permanent Plateau, also Aktien erreichen ein permanent hohes Plateau und das geht. Und das glaubt auch die Wall Street, weswegen man die Kursziele für nächstes Jahr durchschnittlich angehoben hat, jetzt beim S&P 500 auf 6.700 in etwa, das wären 10% Gewinne. Einige haben 7.000 Punkte, die niedrigste Schätzung der UBS 6.400 Punkte, also nur 300 Punkte, etwa 5% Gewinn. Drunter macht es keiner. Also es ist ja eigentlich üblich, dass normalerweise die Großbanken dann ihre Kursziele so 5-8% anheben. Jetzt ist der Schnitt etwas höher, 10%. Also totale Euphorie. Es kostet so wenig wie nur zweimal in kurzen Perioden in den letzten 30 Jahren, sich gegen einen Fall abzusichern. Also wir sehen, niemand hat das Bedürfnis, sich abzusichern, wirklich niemand. Auf der anderen Seite sehen wir den Skew, also die Preise faktisch für ganz weit aus dem Geld liegende Put-Optionen. Also wenn wirklich der Markt mal richtig einbricht, dann würden diese Optionen ins Geld kommen und praktisch als Schutz eines Long-Portfolios funktionieren. Da sehen wir, dass wir jetzt beim Skew, bei den Tech-Werten, bei Momentum Tech auf Niveaus sind wie never ever before. Das gilt auch insgesamt für den CBOE Skew. Also praktisch, was kostet diese Optionen zu kaufen, die weit aus dem Geld sind. Auf der einen Seite also VIX und solche Geschichten total niedrig, überhaupt kein Absicherungsbedürfnis. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass Leute bereit sind, sehr hohe Preise zu zahlen für diese Absicherungen. Und sehr hohe Preise bezahlt man ja für Aktien. Und die Frage, wenn wir uns mal das Verhältnis SPY zu TLT anschauen, also wenn man so will, dem S&P 500 zu den länger laufenden US-Staatsanleihen, dann könnte es sein, dass aufgrund der immanenten Rezessionsgefahr es vielleicht jetzt doch die Zeit wäre, Anleihen zu kaufen, also auf fallende Renditen zu spekulieren, weil Donald Trump möglicherweise diese Rezession erbte, die in der Mache ist jetzt schon unter Biden. Hier sehen wir übrigens, dass Trump ja einen starken Dollar wird, deswegen die BRICS ja gewarnt hat, macht ja keine eigene Währung, gell, sonst Zölle. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass wenn dann der Dollar zu stark wird, ihm das auch nicht passt, etwa Januar 2017, Trump mit der Aussage Dollar too strong. Wir haben ja beim Dollarindex jetzt ein fast identisches Muster wie nach der Wahl 2016, als Trump gewählt wurde. Und wenn wir jetzt mal den Blick ausweiten, sehen wir, die Chinesen kaufen wieder Gold. Das unterstützt Gold neben den Vorfällen in Syrien oder der Entwicklung in Syrien. Wir sehen gleichzeitig, dass die Volatilität in Gold, die realisierte Volatilität, extrem niedrig ist. Da wird was kommen, da wird eine größere Bewegung in eine Richtung kommen. Vielleicht auch mit ausgelöst durch das, was hier in Syrien passiert ist. Hier sehen wir diesen Dschihadisten, der ja jetzt sich auf gemäßigt macht. Mal sehen, was das alles bedeuten wird. Eins ist aber klar, für den Iran und auch für die Russen, aber vor allem für den Iran ist das eine maßgebliche Niederlage. Da hat man diesen Korridor verloren, bei dem Syrien ein entscheidender Punkt war. Damit ist im Grunde der direkte Weg zwischen der Hisbollah etwa im Libanon und dem Iran ist praktisch blockiert. Das ist eine maßgebliche Schwächung nochmal der Iraner mit geopolitischen Konsequenzen, die noch nicht wirklich absehbar sind. Und wenn wir uns die Chinesen nochmal anschauen, da haben wir schon wieder
ziemlich schwache Inflationsdaten und Erzeugerpreise gesehen, trotz dieser Stimulus-Geschichten. Wir sehen jetzt die Corporate Bond Yields drop for longest streak on record. Also auch die Anleiherenditen von Unternehmen, aber auch eben die Staatsanleiherenditen sind ja wirklich auf depressivem Niveau. Die kriegen irgendwie die Kurve nicht und das ist auch nicht wirklich ungewöhnlich aus meiner Sicht, denn solange die Immobilienpreise nicht sich deutlich erholen, wird das schwierig mit der Wirtschaft. Und schwierig mit der Wirtschaft ist es natürlich hier auch in Europa, weswegen manche immer noch davon ausgehen, die EZB könnte doch 0,5% senken. Halte ich für sehr unwahrscheinlich, nachdem vor allem die Deutschen Schnabel und Nagel sich dagegen wehren, auch wenn die Wirtschaft wirklich sehr schwach ist, besonders in Deutschland. Jetzt Auftritt von Scholz-O-Mate, der also VW vor Werksschließungen warnt und sagt, ich bin dagegen, dass Beschäftigte entlassen werden sollen, nur um Geld zu sparen. Das zeigt so ein bisschen die Hilflosigkeit dieser Bundesregierung in Sachen Wirtschaftspolitik, zeigt, dass dieser Mann noch nie irgendwie mit Wirtschaft wirklich was zu tun hatte, noch nie in einem Unternehmen gearbeitet hat. Wenn du Probleme hast, deine Autos zu verkaufen, wenn die Nachfrage nicht mehr da ist nach deinen Autos, was willst du dann tun? Beschäftigte, gerade bei VW, sind ein Kostenfaktor und so schlimm es für jeden Einzelnen ist, als Unternehmen wirst du nicht drum herum kommen, das Ganze zu machen. Heute beginnen ja wieder Streiks bei VW, da werden wir wieder Bilder sehen, aber auch die Selbstständigen in Deutschland, by the way, sind schlecht drauf. In der aktuellen IFO-Umfrage rechnen 40% mit schlechteren Geschäften. Die Hälfte sagt, ja, könnte ungefähr gleich werden wie 2024. Also schon eine ziemlich depressive Stimmung und jetzt läuft alles darauf hinaus, dass vielleicht eine CDU-Grünen-Koalition kommt und dann wird alles genauso weitergehen wie bisher. Wir brauchen noch viel mehr Schmerz, bis wir bereit sind, wie die Argentinier zu sagen, hey, wir müssen mehr Milei wagen, noch sind wir nicht so weit. Wir schauen uns mal diesen Artikel an, oder das ist meine Empfehlung, Sie schauen sich mal diesen Artikel an. Wie weit kann die Trump-Rally noch laufen? Wieder hervorragendes meines Kollegen Wolfgang Müller. Gerne weiterempfehlen über Social Media und was mit Gold los ist und wie da die Perspektiven sind. Zweite Empfehlung, auch gerne teilen, meine Damen und Herren. Jetzt sage ich Servus, ciao.